So, jetzt starten wir mit dem Teelichtlaterndl. Jetzt starte ich mal den Screenreader. Passt. Da haben wir also unser Inkscape in bekannter Art und Weise. Und wir wollen das Teelichtl machen, so wie dieses da, mit den Buchstaben drauf. Das ist also 9,5 cm hoch und 6 cm im Quadrat. Machen wir das. Erweiterungen, Laser Tools, Tapped Box Maker. Das waren also wieder Millimeter, Außenmaße, Länge 60, Breite 60, Höhe 95. Das passt, Material passt. Und jetzt nicht fully enclosed, sondern one side open. Keine Divider. Passt, anwenden. Fertig. Und da sehen wir es jetzt schon. Boden, Seite, Seite, Vorder, Vorderteil. Jetzt tun wir sie wieder wie, wie wir vorher schon. Steuerung G, gruppieren. Na, zum eine. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. So, da habe ich meine Teile. Boden ist schon mal fertig. Seitenteil. Seitenteil. Ja, wie kann man das drehen? So, mit dem Ding nach oben. Da tun wir wahrscheinlich leichter beim Schreiben. Da, das war jetzt also nochmal draufklicken und dann mit der Steuerungstaste und der Maus, dann geht es nämlich genau in die Schritte. Ah, das hängt immer so zusammen. So. Dann hole ich mir den da her und den da her. Der ist schon aufrecht. Nochmal klicken, Steuerungstaste. Hoppala. Steuerung. Ah, da, so. Zack, aufrecht. Ja, und jetzt muss ich mal überlegen, was schreibe ich denn da drauf? Jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, Love wäre das eine, Help wäre das andere. Da gibt es ja genügend Wörter mit 4 Buchstaben. Nehmen wir Love. Also, L. Untersuchen wir jetzt gleich eine richtige Schriftart aus. Das ist noch zu klein. Das wird wahrscheinlich auch noch zu klein sein, aber das können wir nachher noch vergrößern. So. Eine schöne Schriftart. Was ist denn das da? Na. L. O. Der heißt Big. Aber in 144 LO kann man es gleich reinsetzen. Big wo ist mein Buchstabe? V und dann nehmen wir den letzten Buchstaben auch noch. E. Okay, ja, dann gehen wir es wieder bearbeiten. Objekt im Pfad umwandeln. Shift, Steuerung C. Shift, Steuerung C. Das geht natürlich wesentlich schneller. Habe ich jetzt, glaube ich, alle. Dann tun wir wieder die Füllung weg. Weg, dann nehmen wir uns die Kontur, das soll ja ausgeschnitten werden, dann machen wir es gleich rot. Na, da sind die Pixel. 0,3. L, O, V,
E. Und jetzt machen wir das gleiche wie vorher auch schon. Da haben wir doch das Ding mit anordnen. Wo ist jetzt? Objekt ausrichten und verteilen. Da ist es. Also diesen und diesen. Vertikal und horizontal. Diesen und diesen. So, jetzt sind sie da aufgeteilt und das sind schon solche Pfade. Einzig und allein beim O, da werden wir jetzt noch ein bisschen zaubern müssen, weil sonst fällt uns da der Teil aus. Ich mache das dann meistens so, dass ich schlicht und einfach das da bearbeite. Dann nehme ich zum Beispiel den Knoten und dann mache ich mir da noch einen neuen dazu. Und dann schneide ich den auf und dann schneide ich den auf. Da habe ich auch noch einen. Den schneide ich auf. Und wenn ich jetzt das anklicke und entferne, dann fällt der Mittelteil weg. Und da oben habe ich den. Mit dem Doppelklick füge ich da einen neuen Knoten hinzu. Schneide das auf. Wenn ich das anklicke, weg ist es. Und dann kann ich einfach mit dem Tool da von hier nach hier. Und da, von da nach da. Hoppala. Wie konnte das passieren? Rot 0,3. Und das gleiche mache ich da unten auch nochmal. Also. Den aufschneiden. Den aufschneiden. Markieren, entfernen. Da neigen hinzu, aufschneiden, da neigen hinzu, aufschneiden, markieren, weg. Was habe ich da jetzt gemacht? Hoppala. So, und dann nehme ich wieder meinen Bleistift. Einmal da und einmal da. So, das war es eigentlich schon, weil alle nehmen, Füllung weg, Kontur, Rot, Muster, NPX 0,3. Fertig ist das Teelichtel. Fertig ist das Teelichtel. Mit Love. Auf zum nächsten Werkstück.